Heute erzähle ich dir von einem meiner liebsten und schönsten Naturschauspiele, die das Licht uns schenkt, dem Regenbogen. Das ist ja ein richtiges großes Theater, was uns da nach dem Regen, wenn die Sonne plötzlich wieder durch die Wolken bricht, am Himmel geboten wird. Manchmal kannst du auch die für uns Menschen sichtbaren Farben des Lichtes durch hohe Bäume glitzern sehen, wenn sich die Baumkronen biegen und die Sonne immer wieder kurz durchscheint. Wenn du dann mit einer Kamera oder einem Fotoapparat diesen Moment einfängst, kann es sein, dass du den immer gleichen bunten Farbverlauf des Regenbogens erkennst. Die Farben leuchten am Himmel unterschiedlich intensiv, aber wenn der Regenbogen groß und lange genug am Himmel steht, kannst du die einzelnen Farben erkennen. Von außen nach innen siehst du Rot, Orange, Gelb, Grün über Türkis ins Hellblau, ins Dunkellila und dann müsste noch das Helllila kommen, das an den wolkenblauen Himmel stößt. Also nochmal. Rot, Orange, Gelb, Grün, Türkis, Hellblau, Dunkelblau, Dunkellila, Helllila. Wenn es geregnet hat und der Himmel wieder sonnig aufreißt, spiegeln sich die Regentropfen im Sonnenlicht. Und du siehst die sogenannten Spektralfarben, also die Regenbogenfarben, erscheinen. Manchmal beobachte ich, wie der Regenbogen auftaucht und sich wieder verflüchtigt. Und ich fühle mich so, als würde ich der Entstehung des Lichtes zuschauen. Aber das Licht ist immer da. Es ist einfach die Sichtbarwerdung des Lichtes durch Spiegelung des Wassers. Also durch das Wasser, aus dem die Regentropfen bestehen. Eine wunderbare und unendliche Geschichte ist das mit dem Licht. Mach's gut und bis bald!